Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar holen sich meine Eltern einen neuen Hund. Das ist noch ein Welpe, der ist erst 8 Wochen alt und ich hole den jetzt ab gleich mit meinen Eltern zusammen. Ansatzweise am Ziel. Also ich fahre von hier aus jetzt gefühlt noch mal eine halbe Stunde zu meinen Eltern. Ich habe jetzt quasi erst die Halbzeit. Das Wetter ist auch nicht so geil. Normalerweise wäre meine Laune jetzt schon wieder gut angeknackst, aber ich freue mich auf jeden Fall. Also da kann man dann auch gerne mal ein bisschen länger am Stau stehen. Also kann sein, dass sie, sag auch die Tierärztin, eine Beule hat, weil du sie geimpft ist. Ne? Also das ist aber ganz normal. Ja. Kann man auch sie mal ein bisschen wegmachen? Nö, aber wenn es mal, ich kann mal nicht viel machen, die Wiese. Ja, die sind so süß. Ja, echt. Die haben schlafen. Ja. So niedlich. Meine sehen halt auch alle unterschiedlich aus, ne? Irgendwie. Ja, das ist ein dickeres Fell. Die sehen aus dem Dunkeln. Ja, echt. Ganzer Haufen an Welpen. Die sind alle irgendwie so erst 8, 9 Wochen alt. Also echt noch so jung. Ja Leute, wie ihr jetzt gesehen habt, waren wir jetzt gerade beim Züchter und haben sie jetzt abgeholt. Und jetzt geht's nach Hause und dann werde ich gleich mal die Reaktion filmen, wenn sie unseren Hund kennenlernt. Dann gibt's quasi das erste Aufeinandertreffen. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird, weil es ist ja dann für beide eine neue Situation. Ich werde das auf jeden Fall filmen. Also ich würde sagen, los geht's. We'll be right back.
Ja, echt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will. Okay, Leute, es ist der nächste Tag. Diesmal bin ich auch dabei und habe jetzt Malu das erste Mal kennengelernt. Und sie ist so süß, da kann ich stundenlang zugucken. Und sie ist alles noch so neu. Und ja, kann man die ganze Zeit zugucken und macht manchmal so komische Sachen, alles neu erforschen möchte, das ist halt total süß. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt zurück und es war so süß mit dem kleinen Hundewelpen, es war richtig niedlich. Also ich finde, man kann so einen Hund die ganze Zeit angucken, es ist unfassbar. Es ist wie so ein kleines Kind, es wird irgendwie nie langweilig, was die machen. Du hast irgendwie direkt so ein Strahlen im Gesicht und hier wird direkt so ganz warm ums Herz. Also könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Hundemensch seid, ob ihr einen Hund habt oder ob ihr einen haben wollt. Also Olli und ich haben auch schon gesagt, dass wir, wenn wir später, also wenn es passt quasi so von der Wohnung her, von der Umgebung her und alles generell, dann wollen wir uns auf jeden Fall auch einen Hund holen. Und also ich habe ja auch so einen kleinen, aber der ist halt bei meinen Eltern. Ich bin auch ein totaler Hundemensch und bin damit auch, ja, mehr oder weniger aufgewachsen mit, aber es ist halt so ein kleiner Flauschknäuel. Ja, und wir werden jetzt gleich unser Abendbrot essen. So Leute, das ist mein Abendbrot. Tomate Burrata mit Avocado-Creme. Die habe ich gerade selbst gemacht mit Salz, Knoblauch und Öl. Bisschen Pesto und ein paar Mandeln für den Crunch. Und für Olli gibt es hier die Nudelfanne. Übrigens Leute, Olli und ich, testen momentan Vitamin D. Wollten wir uns schon letztes Jahr holen und haben es aber irgendwie nicht gemacht. Das nehmen wir jetzt seit ein paar Tagen und bin mal gespannt, ob ich davon einen Unterschied merke jetzt zu letztem Jahr, so von meiner Mut her und allem. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!